Der süße Brei. Es war einmal, in einer kleinen Stadt lebten zwei Geschwister, ein Junge und ein Mädchen. Der Name des Jungen war Harry und er war so frech. Und das Mädchen hieß Sally. Sie war sehr klug, aber auch ein bisschen vergesslich. Harry und seine ältere Schwester Sally waren sehr arm. Sie gingen oft mit leerem Magen ins Bett und waren jeden Tag hungrig. Nachts fiel es ihnen schwer einzuschlafen, weil ihre Mägen schmerzten. Eines Tages war Sally so hungrig, dass ihr Magen nicht aufhören wollte zu knurren. Oh, wir haben seit Tagen keinen Bissen mehr gegessen. Ich bin so hungrig. Sally wollte einen Spaziergang im Park machen, um ihren Hunger zu vergessen, und verließ das Haus. Sie nahm ihre Feldflasche mit Wasser mit. Nach einer Weile wollte sie etwas Wasser trinken und sich ausruhen. Doch in diesem Moment tauchte eine alte Frau in schäbiger Kleidung vor ihr auf. Die Frau ging langsam auf Sally zu. Mädchen, gib mir einen Schluck Wasser. Ich habe schon seit Tagen kein Wasser mehr getrunken. Bitte, ich bin so durstig. Natürlich, bitte sehr. Du kannst so viel trinken, wie du willst. Die alte Frau trank das Wasser und verwandelte sich im Nu in eine schöne junge Fee. Eine Fee! Ich möchte dir für deine Hilfe danken, schönes Mädchen. Komm schon, wünsch dir was. Liebe Fee, mein Bruder Harry und ich sind sehr arm und haben seit Tagen Hunger. Na gut, sieh auf dem Tisch nach. Sobald du nach Hause kommst, wirst du eine magische Schale sehen. Hä? Eine magische Schale? Ja, wenn du sagst, koche Schüssel, koche eine warme Mahlzeit, dann kocht sie für dich süßen Brei. Wenn du sagst, hör auf Schüssel, ich bin satt, hört sie auf zu kochen. Jetzt werden du und dein Bruder nie mehr hungern müssen. Oh, vielen, vielen Dank, gute Fee. Hallo, kleines Mädchen, vergiss nicht die Zauberworte für die Zauberschüssel. Sally lief zurück nach Hause. Tatsächlich stand, wie die Fee gesagt hatte, eine Schüssel auf dem Tisch. Schwester, woher kommt denn diese schicke Schale? Sie ist nicht schick, Harry. Sie ist magisch. Das ist eine magische Schale. Okay, aber was nützt uns eine leere Schale, selbst wenn sie magisch ist? Jetzt sei still und schau zu. Koch, Schüssel, koch eine warme Mahlzeit. Nach den magischen Worten wurde die Schüssel plötzlich heiß und begann, süßen Brei zu kochen. Aber wie ist das denn möglich? Diese Schüssel ist wirklich magisch. Wir werden nie wieder hungrig sein. Harry und Sally aßen nicht einen oder zwei, sondern 10 Teller mit süßem Brei. Und als sie endlich fertig waren, sagte Sally die magischen Worte, um die Schüssel davon abzuhalten, mehr zu produzieren. Oh, endlich bin ich satt. Dieser Brei ist köstlich. Ich könnte diesen Brei jeden Tag essen. Du wirst nie glauben, wie ich diese magische Schüssel bekommen habe. Tatsächlich aßen Sally und Harry tagelang süßen Brei und es wurde ihnen nicht langweilig. Eines Tages, bevor Sally ausging, wollte sie ihrem Bruder Harry sagen, wie man die Schüssel vom Kochen abhält. Harry, Harry, ich muss dir was Wichtiges sagen. Komm, komm her. Harry ignorierte den Ruf seiner Schwester und kam nicht zu ihr. Also ging Sally zu ihm. Aber in diesem Moment vergaß sie, was sie sagen wollte, denn sie war oft vergesslich. Oh, was ist los, Sally? Warum stehst du da rum? Ich schlafe, siehst du das nicht? Ich wollte dir etwas Wichtiges sagen, aber... Du hast es vergessen? Ah, typisch Sally, eine Schwester mit einem Fischgedächtnis. Sei nicht so gemein, Harry. Wie auch immer, ich gehe jetzt besser. Aber als sie draußen war, erinnerte sich Sally daran, was sie ihrem Bruder zu sagen hatte. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich musste ihn daran erinnern, wie man die Zauberschüssel stoppt. Naja, Harry wird sowieso erst aufwachen, wenn ich zu Hause bin. Aber natürlich wachte Harry auf, während sie weg war. Er stand von seinem Bett auf und ging zum Tisch, denn er war sehr hungrig. Koch, Schüssel, koch mir eine warme Mahlzeit.
Die Zauberschüssel begann sich sofort zu erhitzen. Im Haus roch es wieder nach süßem Brei. Harry hatte einen großen Teller mit süßem Brei gegessen und wollte die Zauberschüssel vom Kochen abhalten. Oh, ich habe so viel gegessen. Ich glaube, das ist genug für mein Frühstück. Aufhören, Schüssel. Aufhören zu kochen. Ich bin satt. Aber die Zauberschüssel hörte nicht auf zu kochen, denn das waren nicht die richtigen Zauberworte. Ich sagte Stopp, Schüssel, Schale, Hokuspokus, Stopp! Die Zauberschüssel hörte nicht auf, sie kochte weiter süßen Brei. Oh, verdammt, was soll ich denn jetzt machen? Die Schüssel hört gar nicht auf. Halt, kaputte Schüssel, du verursachst eine Katastrophe! Egal, was Harry sagte, die Schüssel kochte weiter süßen Brei. Als Sally nach Hause kam, war fast das ganze Haus voll mit Brei. Mein Bruder ist wahrscheinlich noch nicht aufgewacht, also werde ich ihm jetzt einen leckeren Brei kochen. Hä? Was ist denn das? Was ist denn zu Hause los? Als Sally die Tür zum Haus nicht öffnen konnte, schaute sie durch das Fenster. Und was sah sie da? Das ganze Haus war klebrig und voller Brei, denn ihr Bruder Harry konnte nicht verhindern, dass die Schüssel vor sich hin kochte. Hilfe, ich versinke! Hilfe! Oh, das ist ja furchtbar! Harry! Harry! Ah, Sally, hilf mir! Bitte, ich falle rein! Stopp, Schüssel! Ich bin satt! Nach Sallys magischen Worten hörte die Schüssel endlich auf, Brei zu kochen. So wurde Harry davor bewahrt, im Brei zu ertrinken. Ja! Danke, Sally! Und was machen wir jetzt mit all dem süßen Brei in unserem ganzen Haus? Etwas breiig hier. Sally hatte eine tolle Idee. Sie ging sofort los und rief ihre anderen armen Nachbarn in der Nachbarschaft zu sich. Jeder von ihnen stellte sich vor Sallys Haus auf. Während Harry die Teller mit köstlichem Brei füllte, verteilte Sally sie an ihre hungrigen und armen Nachbarn. Vielen Dank, Sally, dass du uns auch etwas abgibst. Das ist so lecker. Harry und Sally waren sehr froh, armen Leuten wie ihnen selbst zu helfen. Es war ein gutes Gefühl, ihren hungernden Nachbarn zu helfen. Dann kam ein alter, arm aussehender Mann zu ihnen. Es ist also wahr. Eine magische Schüssel mit Porridge. Ich bin seit Tagen unterwegs, um Essen für meine Frau und meine Kinder zu finden. Und ich bin so verdammt müde. Ich bitte euch, gebt mir die Schüssel. Was sollen wir denn jetzt tun, Sally? Wenn wir die Zauberschüssel weggeben, werden wir beide verhungern. So darfst du nicht denken, Harry. Die Kinder des Mannes sind hungrig. Kinder sollten in dieser Welt nicht hungern. Nimm die Schüssel mit und bring sie zu deiner Familie nach Hause. In diesem Moment verwandelte sich der Mann in eine schöne junge Fee. Oh, du bist die Fee, die mir einen Gefallen getan hat. Ihr habt mich wirklich glücklich gemacht, Harry und Sally. Ihr habt den armen Leuten in der Stadt zu essen gegeben und dem Mann geholfen, dessen Kinder hungrig waren. Als Dank für euren Gefallen dürft ihr die magische Schüssel mit Brei für immer behalten. Ihr habt sie euch verdient. Oh, wirklich? Wirklich? Hurra! Ja! Ja! Von da an verteilten Harry und Sally jeden Tag Brei an die armen Leute in der Stadt. Ihre großzügigen Herzen wurden so süß wie der Brei, den sie verteilten. Als sie glückliche Kinder, junge und alte Menschen mit vollen Mägen sahen, lebten auch sie ein glückliches und friedliches Leben.